Dieses Ungleichheitsgefühl, wir haben ganz viele Muslime, die in Europa radikalisiert worden sind. Und wenn wir jetzt mal sagen, der Islam ist natürlich eine Religion, aber sie wird dann ideologisch instrumentalisiert bei jungen Menschen, die im Grunde vom Islam gar nicht viel verstehen und denen man gar nicht sehr viel beibringen muss, um zu sagen, guck mal, das ist jetzt die richtige Lösung, du musst Kämpfer in Syrien werden. Dann ist doch tatsächlich die Religion ein Instrument geworden. Warum reagieren, wenn sie mit Muslimen auch viel zu tun haben, die Muslime nicht härter und stärker auf diese Instrumentalisierung der Religion? Ich rede jetzt nicht von den Terrorführern. Das tun viele Muslime. Ich glaube nur, dass sich das nicht widerspiegelt in der Berichterstattung. Wissen Sie zum Beispiel, dass es eine Deklaration in Marrakesch gegeben hat, an der religiöse Führer aller Welt, und zwar auch alle Religionen, Juden, Christen, Buddhisten, Hindus, Schiiten, Sunniten, you name it, zusammenkamen in Marrakesch unter der Einladung des Religionsministers und dort eine ganz klare Stellungnahme gegen Terror, gegen Interpretationen des Islam, wie sie der IS oder Al-Qaida wiedergeben, dass dort eine Deklaration entstanden ist, dass eine Deklaration entstanden ist, die ganz deutlich sagt, alle Minderheiten haben das Recht, in der islamischen Welt friedlich zu leben. Das wissen viele nicht. Also es gibt diese Stimmen, aber sie finden sich nicht wieder in der breiten Berichterstattung. Aber wir sind ja hier in Berlin. Und, ja, in Berlin, ich denke, ja. In Berlin, gut, ich muss dazu sagen, ich arbeite international. Ja, ich sage deswegen Berlin, weil wir hier auch einen Aufruf hatten, nach dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche zusammenzukommen. Es waren muslimische Geistliche hier. Und man hat aufgerufen, dass die Muslime dorthin kommen. Es sind sehr wenige da gewesen. Darf ich Sie was fragen? Wenn wir jetzt anfangen würden, nach jedem Anschlag von Rechtsradikalen zu sagen, jedes Mal soll die nicht-muslimische Bevölkerung oder die deutsche Bevölkerung oder wie auch immer auf die Straßen gehen und demonstrieren. Das heißt, wir müssten fast jeden zweiten Tag Demonstrationen haben. Können Sie sich vorstellen, wenn, das heißt, also A, würde ich sehr vorsichtig damit sein, zu sagen, nur weil wenige an solchen Demonstrationen teilnehmen, heißt das, die stimmen dem zu. Also ich glaube, es ich ist eher... Ich habe nicht gesagt, sie stimmen nein, zu, aber die Passivität ist der Eindruck, den man oft bekommt. Weil man eben vielleicht auch nicht möchte, dass die Religion mit Terrorismus gleichgestellt wird. Ich denke, was passieren müsste, ist ein kollektiver Aufruf von allen, egal ob sie Jude, Christ, Moslem sind, zu sagen, man steht ein gegen jede Art von Terror. Und der Terror hat keine Religion, er kann aber sozusagen verschiedene Religionen ausnutzen und er kann auch verschiedene Begründungen benutzen. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe letztes Jahr selbst ein Familienmitglied bei den Anschlägen in München verloren. Und das unter dem Prätext, dass derjenige, der dort geschossen hat, sagte, er möchte Deutschland auch reinigen vor den Türken und wie auch immer. Also insofern denke ich, was ich mir wünschen würde, wäre ein kollektiver Aufruf von allen Menschen zu sagen, wir stehen ein gegen jede Art von Terrorismus, egal ob sie von Islamisten, Rechtsradikalen oder wem auch immer geführt werden. Ich glaube, das bräuchten wir, um zu sagen, es gibt einen Zusammenhalt in der Bevölkerung und nicht jedes Mal eine Bevölkerungsgruppe raussuchen. Jetzt fragen wir uns alle, wie kann es funktionieren mit ein paar Auszügen aus Suren, Muslime, die in Deutschland aufgewachsen sind, die hier geboren sind, auch in Frankreich ist das Problem so, zu radikalisieren. Wie kann man es schaffen, die zu instrumentalisieren für eine Idee, Sie haben das hier eben beschrieben, die Terrorführer haben, nämlich Macht. Ideen, Vorstellungen von einem Weltreich des Islam. Wie funktioniert das? Haben die das Gefühl, sie sind nicht integriert? Haben die das Gefühl, da ist es etwas Besseres, da gibt es etwas, was
über dem normalen Leben steht. Wie funktioniert diese Instrumentalisierung von Jugendlichen? Wir reden von verschiedenen Stufen. Also ich habe ein sehr interessantes Gespräch geführt mit einem Freund der Attentäter, der Paris-Attentäter, ein Freund von Abdelhamid Abaoud. Ich war in den Viertel in Molenbeek in Belgien und fragte ihn, erklär es mir, sag mir, wie, warum? Und dann sagt er mir, ich kann es dir erklären. Wir sind hier geboren in Belgien. Wir sind, als wir versucht haben, Belgier zu sein, sagten die Belgier, du bist aber Mohammed Mustafa oder wie auch immer, der Marokkaner. In Marokko hieß es, das sind die Belgier. Und dann haben wir irgendwann das Gefühl gehabt, wir kriegen keine richtigen Jobs, weil wir aus diesem Viertel kamen. Und in der Tat war es so, dass ich habe mich da auch mit Politikern unterhalten, dass eine Zeit lang, wenn es hieß, die Person kam aus dem Viertel, Leute denen keinen Job geben wollte, weil das Viertel einen sehr schlechten Ruf hatte. Und es gab auch einen Konflikt innerhalb der Familie. So, jetzt, also zum Beispiel, dass diese jungen Männer bei den Eltern das Gefühl hatten, die Eltern wollten eigentlich gar nicht, dass die sich zu Belgien entwickeln. Die Eltern haben nicht verstanden, was es bedeutet für diese jungen Männer oder Frauen in zwei Kulturen groß zu werden und sind damit nicht wirklich umgegangen. Viele von denen waren ja vorher auch kriminell und es wird nach einer neuen Identität gesucht. Jetzt haben wir nun mal die Situation, dass entweder Rekrutierer oder durch das Internet eine neue Identität angeboten wird, nämlich die Identität, also diesen Leuten, vergesst, dass ihr Belgier, Deutsche, Marokkaner oder Ägypter oder wie auch immer werden wollt. Eure Identität ist, ihr seid Muslime, das ist die neue ID-Card, das ist eine globale Identität und innerhalb dieser Identität gibt es keinen Rassismus. Wie das dann wiederum innerhalb des IS aussieht, ist eine ganz andere Sache, aber so beginnt das Ganze und es ist natürlich auch ein Prozess. Die Suren werden teilweise aus dem Zusammenhang gerissen. Ich kann Ihnen auch aus Psalme oder Verse aus allen anderen religiösen Büchern nennen, wo das Frauenbild so ist, dass wir wahrscheinlich beide sagen würden, das ist aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, Sie können wirklich Dinge aus dem Kontext reißen und es wird getan. Es werden verschiedene Interpretationen direkt mitgeliefert, sodass diese jungen Leute, und das vergessen viele auch, zu ihren Eltern teilweise nach Hause gehen und sagen, ihr wisst ja gar nicht, was der Islam ist. Ihr lebt ja einen ganz anderen Islam. Das habe ich jetzt auch wieder erlebt bei den Attentaten in Barcelona. Dann erzählen mir die Eltern, dass die Söhne irgendwann nach Hause kamen und denen sagten, ihr kennt ja gar nicht den richtigen Islam. Das, was euch gelehrt wird, ist was ganz anderes. Und noch eine ganz andere wichtiger Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Diesen Leuten geht es ja nicht nur um Europa. Es geht ihnen um die ganze, also auch die islamischen Staaten. Für IS oder Al-Qaida sind die islamischen Länder, also fangen sie an bei Saudi-Arabien, man glaubt es kaum, aber auch bis nach Marokko. Alle diese Länder sind kein richtiger Islam gelehrt, nach deren Denkweise. Und die Länder sind ja auch betroffen von Terrorismus. Das vergessen wir eben sehr oft und sehr gerne. Wenn Sie mit solchen Führern zusammentreffen, dann ist das immer ein Kompromiss, das wissen die Journalisten. Das heißt, wenn ich auf bestimmte Bedingungen eingehe, Sie haben das Buch ja auch nicht umsonst so benannt, dass Sie gesagt haben, dass Sie alleine kommen müssen, dass Sie sich auf die Versprechungen verlassen müssen. Sie sind bei terroristischen Führern gewesen, die bekannt waren für Entführungen und für Tötungen. Woher nehmen Sie den Mut, dass Ihnen nichts passiert? Es ist mir schon bewusst, dass es für nichts eine Garantie gibt im ganzen Leben und auch nicht, wenn ich in diese Interviewsituation reingehe. Ich muss Ihnen nur sagen, mich hat damals dieses Zusammentreffen mit der Frau dieses Feuerwehrmannes so berührt und beeindruckt. Also sie hat mich auch direkt angesprochen, weil ich die Einzige in der Runde war unter diesen Journalisten, die Muslima gewesen ist und arabischer Abstammung. Und ich konnte ihr keine Antwort geben. Und ich habe mir damals aus dem Grund vorgenommen, ich werde alles tun, was ich kann innerhalb meines Jobs als Journalistin, um Leuten die Realität wiederzugeben, ob wir sie mögen oder nicht. Und ich denke, um Ansatzpunkte zu finden für Lösungen, müssen wir verstehen, was in den Köpfen und den Herzen von diesen Leuten vor sich geht. Eine andere Frage ist natürlich, ob
Politiker ab, unsere Nation daraus lernen. Wenn wir uns natürlich jetzt anschauen, was gerade im Irak wieder passiert, wer diesen Krieg führt, wie Milizen dort diesen Krieg führen, dann ist das eine andere Frage. Aber ich wollte mir nie wieder als Journalistin vorwerfen lassen oder vorlassen müssen, wir haben es nicht gewusst. Und aus dem Grund habe ich dieses Buch geschrieben, um auch zu erklären, die Dynamiken finden immer noch statt. Und auch wenn militärisch jetzt gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien und im Irak vorgegangen wird, heißt das nicht, dass die Situation zu Ende ist. Das heißt nicht, dass diese Ideologie vorbei ist. Das wird immer noch ein Konflikt sein, mit dem wir lange zu tun haben, weil die Dynamiken eben, also die Gründe, weshalb sich jemand radikalisiert, immer noch nicht wirklich bearbeitet werden. Sie haben große Skepsis gehabt beim arabischen Frühling. Sie sind wahrscheinlich eine der wenigen Personen gewesen, weil die Euphorie war ja groß. Die war ja im Westen groß, die war in arabischen Ländern groß. Mhm. Sie waren skeptisch von Anfang an. Es war, wie man im Nachhinein eigentlich sich resümieren muss, eine Art von Aufstand gegen die Lebensverhältnisse und nicht ein Bemühen um Demokratisierung. Das war möglicherweise ein grundsätzliches Missverständnis, was da passiert ist. Wir alle haben das mit großer Begeisterung gesehen, aber es ist in manchen Ländern furchtbar zurückgeschlagen, wenn man das aus der heutigen Perspektive sieht. Trotzdem muss man sich fragen, wie ist die Perspektive dieser Länder denn überhaupt? Denn die Lebensverhältnisse haben eine ganz entscheidende Rolle, auch für die Rekrutierung von Muslimen für Terrorakte. Wir haben eine Demografie in Ländern wie Saudi-Arabien, wo es so unglaublich viele junge Menschen gibt, die man mit ganz viel Ölgeld versorgen kann, aber im Grunde genommen immer nur ruhig hält. Steht uns da eine Explosion irgendwann bevor in den Ländern? Ich glaube, wir sollten erst mal in unsere Länder reinschauen und gucken, was wir eigentlich hier innerhalb Europas, was sich gerade abspielt. Ich komme gleich zum Nahen Osten. Aber wissen Sie, wenn ich mir anschaue, dass in Gesamteuropa der Populismus zugenommen hat. Ich habe Ihnen vorhin beschrieben, wie ich mir als Teenager die brennenden Häuser von Mölln und Solingen angeschaut habe und wie sehr mich das bewegt hat. Und wenn ich jetzt mir anschaue oder anhöre, wie über Muslime oder über den Islam gesprochen wird, ich kann damit umgehen und das einschätzen, einordnen. Es gibt aber viele junge Menschen, die hier aufwachsen in Europa, die muslimische Abstammung sind, die mittlerweile das Gefühl haben, der gesamte Islam wird hier vor Gericht gestellt und jeder kann sozusagen die Religion mit Schmutz beschmeißen und es gibt keine richtige Auseinandersetzung. Das ist sehr gefährlich. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Also wer glaubt, dass mit solchen Sprüchen Europa sicherer gemacht wird, der soll sich nicht täuschen lassen, weil Ausgrenzung führt, wenn Leute das Gefühl haben, ausgegrenzt zu werden oder angegriffen zu werden, führt es dazu, dass sie sich selbst eventuell ausgrenzen. Und das spielt nur diesen Rekrutierern in die Hände. Jetzt kommen wir zu Ihrer Frage Nahost beziehungsweise auch Nordafrika. Natürlich müssen wir uns auch, dürfen wir uns da nichts vormachen. Je nachdem, wie die Situation, die Stabilität, ob es jetzt eine wirtschaftliche ist oder auch die Sicherheit angeht, in diesen Ländern kann bei uns einen großen Einfluss haben und wird auf uns einen großen Einfluss haben. Wir haben natürlich gesehen, wie Tausende von Menschen aus Syrien fliehen mussten, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten dort und nach Europa gekommen sind. Wir stellen jetzt fest, dass auf Lampedusa viele Menschen auch ankommen über Libyen, was früher auch mal, ob wir es jetzt wollen oder nicht, aber ein stabiles Land war und heute im Prinzip eigentlich ein großes Sicherheitsproblem geworden ist. Und da spielt der sogenannte arabische Frühling, spielte da natürlich eine große Rolle. Das heißt, die Gefahren sind in keinster Weise gebannt. Für Sie persönlich auch nicht. Ich habe gelesen, dass Sie dieses islamische Überkleid Abaya, wenn ich das richtig ausspreche, inzwischen als Glücksbringer anziehen bei Ihren Interviews. Wir wünschen Ihnen viel Glück für das, was Sie noch in Ihrem Beruf machen, für diese Interviews und die, sagen wir mal, Motivsuche dieser Terrorakte. Danke für das Gespräch. Danke Ihnen.